Hey, und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial, auch wenn es schon wirklich lange her ist, leider. Jedenfalls will ich heute zeigen, wie man eine Waffe programmiert, die Burst Firing unterstützt. Beginnen wir erstmal damit, indem wir einfach in den Content Drawer gehen und erstmal bei Settings natürlich erstmal sicher gehen, dass wir überhaupt Schauplatten-Content aktiviert haben. Wenn wir das nicht haben, dann können wir halt die ganzen Unterordner, also die Plugin-Ordner quasi nicht sehen. Und gerade in denen arbeiten wir jetzt sehr viel. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal in Schule Core Content. Und dann gehen wir in den Weapons-Ordner und legen erstmal einen neuen Ordner an. Keine Ahnung, wir können ihn sehr gern Burst Rifle oder so nennen. Das nächste, was wir machen werden, ist nämlich bei Weapons im Rifle-Ordner die folgenden Assets zu kopieren. Eigentlich so gut wie alles außer halt Fire Auto und also GA Weapon Fire Rifle Auto. Und ebenfalls wie Ammo Counter oder Practical Rifle brauchen wir ebenfalls nicht. Ja, ansonsten nehmen wir einfach alles und kopieren das direkt rüber. Burst Rifle Ordner. Copy hier. Danach können wir erstmal alles speichern. Und danach kann ich euch nur ein sehr hilfreiches Plugin ans Herz legen. Wir müssen jetzt nämlich mehrere Sachen umbenennen. Und zwar gleichzeitig am allerbesten. Entweder so etwas oder halt ein anderes Plugin, wie auch immer. Okay, was nämlich dieses Plugin machen kann, ist nämlich, wir können jetzt alles hier selektieren, rechtsklicken. Können wir das alles nämlich umbenennen. Genau, wir wollen nämlich nach Rifle suchen. Und das durch am allerbesten Burst Rifle oder sowas ersetzen. Ja, genau. Also Rifle suchen wir und ersetzen das durch Burst Rifle oder sowas in der Art. Oder halt einen anderen Namen, wie auch immer. Dann können wir das einfach auf Apply klicken und dann wird das alles direkt umbenannt. Natürlich können wir das Ganze auch per Hand machen, also alles einzeln selektieren und dann nochmal umbenennen. Dauert aber einfach länger und das ja, spart halt ein bisschen Zeit. Link zum Plugin ist in der Videobeschreibung natürlich, aber es ist wirklich kein Muss. Es müsst ihr wissen, keine Ahnung. Okay, weiter geht es. Und zwar nämlich, wir wollen als nächstes von der Pistole etwas kopieren, was wir nämlich brauchen. Und zwar nämlich das GA Weapon Fire Pistol. Das brauchen wir. Das nehmen wir einfach und kopieren es direkt rüber zum Burst Rifle. Dings nämlich, die normale Rifle, die schießt automatisch. Also man hält eine Taste gedrückt und es wird so lange geschossen, wie lange man halt die Taste gedrückt hält. Bei der Pistole wiederum ist es eben nicht der Fall. Da muss man für jeden Schuss einzeln klicken. Natürlich hat jeder Schuss immer noch ein Delay, sodass man nicht spammen kann. Und ja, dieses Feature von der Pistole wollen wir jetzt ausbauen. Tatsächlich basiert, das Firing von der Pistole und von der Rifle auf dieselbe Gameplay-Ability. Jedoch, warum wir gerade eben die Pistole kopiert haben, ist nämlich, weil wir die Settings von der Pistole übernehmen und dann halt auf ein anderes Script oder ja, auf ein anderes Script quasi retargeten oder repariten klingt besser. Genau, und da würde ich mal sagen, wir richten erstmal ganz kurz die Waffe ein. Das Firing machen wir gleich. Und zwar nämlich, wir gehen mal zurück in Burst. Haben wir gerade die Pistole hier reinkopiert? Nee, oder? Nee, der war Burst Rifle. Okay, gut. Ja, und das Pistol, da brauchen wir jetzt keinen Power Renamer, können wir einfach Burst Rifle nehmen. Okay, super. Das erste, mit dem wir anfangen, ist nämlich erstmal, wir können uns mal ganz kurz darin richten, wenn wir jetzt mal eine Map öffnen, wie zum Beispiel hier Alex Pants oder so. Könnte es nochmal eine Weile dauern. Oder auch nicht. Okay, das ist ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf jeden Fall dann bei World Partition das Selektieren, Rechtsklick Load Region vom Selection. Falls der World Partition Editor nicht vorhanden ist, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall zu Window, was gerade eben nicht geht, weil es gerade lädt. Okay, jetzt geht's. World Partition Editor, das ist quasi dieses Fenster hier. Dann suchen wir uns einfach hier einfach irgendeinen Weapon Spawn Ort aus, wie zum Beispiel hier. Gehen zu Details und werden jetzt ein bisschen runter scrollen und dann zu Lyra Weapon Pickup gehen. Dann sehen wir hier eine Weapon Pickup Data. Okay, ich hoffe, man hat die Geräusche von Discord im Hintergrund nicht gehört. Ich habe gerade selbst die Kopfhörer nicht auf, weil ja, es tut mir leid. Ich hoffe, man hört es nicht. Falls doch, dann hey, sorry. Weapon Pickup Data, die finden wir nämlich bei unserer Burst Rifle ebenfalls. Haben wir ja vorhin kopiert. Und zwar, das ist diese hier. Die öffnen wir mal ganz kurz, gehen zu Pickup und dann sehen wir direkt, man kann hier ein Custom Mesh einstellen und eine Spawn Cooldown in Seconds. Darauf bin ich eigentlich schon in anderen Videos mal eingegangen. Jedenfalls, bei der ID wollen wir keine ID Rifle haben, sondern die ID von unserer ID Burst Rifle. Exakt. Die öffnen wir und richten sie ein. Display Name Rifle.
Ja, Burst Rifle eigentlich eher, ne? Burst Rifle. Hier kann man dann die ganzen Icons einsetzen. Ja, hier meinte ich die ganzen Icons einsetzen, falls man irgendwelche Custom Icons hat. Hier kann man das Rectangle und die Ammo Counter einstellen. Ich will aber einfach die normale von der Rifle verwenden, weil, ja, passt doch so eigentlich. Hier waren nochmal die ganzen Icons, genau. Exakt wie hier. Haben wir die Wii-ID, die W-ID, sorry. Die werden wir auch nochmal kurz einrichten. Hier, ah genau. Alles, was zur Munition gehört, kann man hier ebenfalls nochmal anpassen. In diesem Falle, ich behalte es einfach mal so, weil ich bin damit sehr zufrieden. Aber es geht mir jetzt erstmal um die W-ID. Und zwar in der Burst Rifle. Compile and Save, dann öffnen wir die mal. Weapon Instance, wo ist sie? Weapon Instance Burst Rifle, exakt. Bei der Burst Rifle gab es nicht viel einzusetzen oder eher einzustellen. Vielmehr geht es hier um die Animation. Die müssen wir allerdings nicht ändern, weil, ja, warum denn? Hast doch alles. Bei den Firing oder Fire Params, die sind schon viel wichtiger. Hier kann man das Spreading einstellen. Und es spread recover cooldown, exakt. Aber in meinem Fall, ich bin sehr zufrieden. Ich muss es jetzt nicht unbedingt einstellen. Mir geht da jetzt eher viel mehr um das Burst Firing. Ability Set ist klar. Actors to spawn. Na, hier wollen wir denn die B Burst Rifle. Das ist die Position, also in welcher Hand der Player sie tragen soll. Wenn wir das Weapon R durch ein L ersetzen, dann wird der Spieler die Waffe in der linken Hand halten. Okay, Granite Gameplay Abilities. Hier sind wir nun endlich mal bei einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Und zwar nämlich bei die Reloads. Ja, können wir auch nochmal ganz kurz einstellen. Wo ist es denn? Firing werden wir gleich, obwohl können wir eigentlich direkt schon mal einstellen. Darauf gehen wir gleich ein. Reload ist klar. Dann öffnen wir mal ganz kurz die Firing. Und die GE Gameplay Ability Damage, wenn ich sie finde. Gameplay Ability oder Gameplay Event. Damage Burst Rifle. Auto, ich glaube, das Auto können wir dann wegstreichen, weil es macht keinen Sinn. Okay. Ja, aber jetzt kann es sehr verwirrend werden. Die ganzen Sachen hier können wir allesamt schließen. Was wir jetzt brauchen, ist nämlich, wenn wir jetzt mal hier oben hingucken, Parent Class GA Weapon Fire. Wenn wir auf die Lupe klicken, dann werden wir sofort dorthin. Gewiesen. Die können wir rechtsklicken und duplizieren und dann auch dann direkt umbenennen zu Weapon Burst Fire. Fire. Und exakt diese öffnen wir jetzt. Und die Gameplay Ability Weapon Fire Burst Rifle bleibt ebenfalls nochmal im Hintergrund geöffnet. Okay, hier finden wir die Activate Ability. Exakt hier müssen wir schon wirklich sehr, sehr umändern. Hier haben wir ebenfalls nochmal eine Kleinigkeit, die was mit dem Firing zu tun hat. Kurze Erläuterung, hier haben wir eine. Ja, ich sehe gerade eben, die haben. Ich sehe gerade eben, die haben ganz schön viel verändert. Hätte das nämlich mal in der 5.2 eingerichtet und das ist jetzt hier mit der 5.4 etwas anders geworden. Aber das sollte eigentlich keine Probleme darstellen. Wichtig ist nur, dass wir jetzt mal eine kurze Sache kopieren. Und zwar nämlich, diese Sache hier. Müssen wir uns schon mal irgendwie vorbehalten, sag ich mal. Den Anfang hier und und Activate Ability, wie auch immer, schieben wir mal ganz kurz weg. Das hier, diesen Teil müssen wir ausbauen. Den nehmen wir uns am besten auch nochmal und schieben den irgendwo hin, wo am besten viel Platz ist. Zwar hier, können wir den mal vergrößern. Okay. Wir nehmen uns mal ganz kurz hier von Event Activate Ability. Kopieren wir uns diese Sache mal hier. Die kopieren wir uns. Steuerung C kopieren. Dann löschen wir das einfach, weil wir es da am Anfang nicht benötigen. Und kopieren das Ganze hier hin. Das halten wir uns auf. Alt und dann Linksklick auf die Line. Dann ist es weg. Das hier soll passieren, währenddessen die Montage quasi abgespielt wird. Mehr soll nicht passieren. On completed wird die Ability eben nicht geändert. Nein. Und er beendet. Wir brauchen jetzt nochmal zwei Variablen. Und zwar nämlich eine Variable, die wir im Script oder eher in der Blueprint dann verändern sollen. Und zwar nämlich, die nennen wir Bullets to Burst, klingt besser. Und zwar vom Typ Integer. Eine Float wollen wir nicht haben, denn 0,1 Kugeln gibt es nicht. Dann Pirate. Das ist eine private.
Immer hier in den Details die Variable selektieren, dann Details ist private, das auf jeden Fall. Die ist nicht private, die wollen wir so einstellen. Compile and save. Und zwar onComplete wollen wir nämlich sagen, wir wollen dieses hier setzen. Wir wollen FileRed nehmen und sagen add. Das plus plus bedeutet quasi, es soll immer eins hinzugefügt werden. OnCompleted. Dann wollen wir nochmal ganz kurz überprüfen, ist FileRed größer oder ist gleich die Bullets to Burst. Auch nochmal einen Standardwert hinzufügen, und zwar am allerbesten Standard ist 5. Dann B gedrückt halten, Linksklick, eine Branch, oder man sucht einfach direkt nach Branch. Geht natürlich auch. Wir wollen das hier checken. Wenn das true ist, also wenn diese Bedingung hier true ist, dann wollen wir die Ability nämlich beenden und die Firelit-Kugeln zurücksetzen, und zwar auf 0. Also das ist true, wir brauchen noch mehr Platz, ist mir gerade aufgefallen. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Falls doch, dann ja, pausiere ich das Video und bitte schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich das mir merken. Nämlich wichtig. Feedback ist immer sehr wichtig. Danach ein kleines Delay, und zwar ein Delay von 0,3 Sekunden. Oder wir machen daraus halt eine Custom-Variable, die nennen wir Burst Delay, exakt, Burst Delay, wie auch immer. Compile and save, dann sollte die Burst Delay auf 0,3 gesetzt sein, exakt. Und dann nach dem Delay soll auf jeden Fall das hier beginnen. Set Timer by Event. Okay, cool. Und dann müssen wir hier eine kleine Reroute fügen, die das Ganze quasi nochmal loopt. Also wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann wollen wir das Ganze quasi nochmal abspielen, so dass wir 5 Schüsse mit einem Klick abgefeuert haben. Das ist nämlich der Plan. Das ist nämlich exakt so, wie Burst Firing funktioniert. Wir klicken einmal die Taste und es werden 5 Kugeln oder wie auch immer, wie viele Kugeln halt auf einmal abgeschossen. Was wir gerade eben gemacht haben, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine For Loop. Das Ding ist halt nur, wir haben mit Absicht jetzt keine For Loop verwendet. Der Nachteil bei einer For Loop, und das habe ich schon selbst mal getestet, ist nämlich, bei einer For Loop wird das Ganze immer gespammt. Es werden die Kugeln auf jeden Fall mit einem Klick abgefeuert, jedoch wird die Animation gespammt, aber nie komplett ausgeführt. Beziehungsweise es wird 5-mal geschossen und nur einmal wird die Animation komplett abgespielt. In diesem Falle wollen wir quasi sagen, wir wollen 5-mal schießen. Und das immer im Takt, wenn die Animation spielt. Also Animation, Schuss, Animation ist fertig, Return, Animation, Animation, Schuss, Return und so weiter, ne? Das ist quasi das, was wir hier machen. Diese Funktion hier, die ist im Skript selber drin. Das ist quasi die Funktion, die für das Schießen quasi dann da ist. Die hat sich übrigens in der Unreal Engine 5.4 auch sehr verändert, tatsächlich. Beziehungsweise viel eher gesagt in Lyra 5.4, ne? Die Änderungen kommen ja nur zustande, weil Epic Games was im Lyra Code geändert hat. Hier wäre nämlich noch eine Random Miss Variable, und die ist hier nicht mehr vorhanden. Okay, ist dann auch egal. Funktionieren wird es trotzdem. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ach ja, nochmal eine kleine Sache, die ich erklären möchte. Dieses Set Timer by Event, das Event, was hier abgespielt wird, ist Fire Complete. Und dieses Fire Complete ist das hier. Ende Ability quasi. Was wir nun am Anfang machen müssen, ist eigentlich sehr leicht. Event Activate Ability. Ab hier wollen wir nämlich checken, ob unser Player, welchen diese Ability zugeordnet wurde. Da wollen wir nun checken, ob es sich um einen lokalen kontrollierten Spieler handelt. Falls ja, dann soll auf jeden Fall der ganze Schussmechanismus abgespielt werden. Und falls eben nicht locally controlled, der Timer by Event, Create Event, File Complete. Also dieses hier. Und dann da hätten wir es auf jeden Fall. Einfach ist locally controlled eingeben. Dann hat man eigentlich exakt das hier. Jedenfalls wie hier Set Timer by Event. Einfach das hier quasi raus. Rausziehen, Create Event. Und dann halt nach File Complete suchen. Dann hat man das hier. Und dann halt diese Variable hier raussuchen. Also hier das.
dann hat man es auch schon. Zurück in Shooter Core Content. Bei den Weapons, bei Burst Rifle dann einfach die GA Weapon Fire Burst Rifle. Die wollen wir nämlich retargeten. Und zwar gehen wir einfach auf File, Retarget, Reparent Blueprints. Und dann müssen wir halt nochmal nachgucken, wie wir das benannt haben. Ja, genau, GA Weapon Burst Fire, das ist es ja. Ja. Reparent, danach suchen, auswählen, Reparent, Compile and Save. Und dann soll das Ganze auch mit funktionieren. Bei Shooter Maps laden wir einfach wieder L-Expand oder so. Oder da auch irgendeine andere Map. Nachdem dann L-Expand geladen ist, kann man dann auch hier bei diesem Weapon-Ding, also beim Weapon-Spawner, kann man dann bei Details, Lyra, wo ist es denn? Ah genau, Weapon Definition, da kann man dann einfach hier die Weapon Pickup Data auf Rifle setzen. Und dann gehen wir einfach hier zu Burst Rifle, Weapon Pickup in Data. Ah, Weapon Pickup Data, danke, das wollte ich nicht. Einfach hier hinzufügen. Oder man sucht halt einfach ganz klassisch. Bevor wir aber nun das Ganze testen können, müssen wir erstmal eine Kleinigkeit einstellen. Das Ding ist nämlich, die Sache, wie wir das programmiert haben, hat nämlich einen kleinen Haken. Und das könnte vielleicht etwas verwirrend werden, aber die Auto-Rate, die ist nun quasi unsere eigentliche Fire-Delay-Time in Sekunden. Und je höher wir den Wert stellen, umso länger braucht er. Das heißt, wir stellen das Ganze jetzt auf 10, dann sollte die Delay eigentlich relativ hoch sein. Ja. Wir schießen also einmal und es werden 5 Schüsse gleichzeitig ausgespuckt. Sieht zwar etwas seltsam aus, aber man kann das Ganze ja noch höher stellen. Keine Ahnung, vielleicht da so auf 20 oder so. Ja, zumindest sieht die Animation jetzt auf jeden Fall schon deutlich besser aus, sag ich mal. Also es ist nicht mehr so. Ich finde es mal seltsam. Theoretisch könnte man jetzt auch einfach mal sagen, okay, ich möchte, dass diese Waffe in mein Spiel als Hauptwaffe wird. Also als. Dann kann man einfach zum Hero Shooter Mannequin gehen und kann einfach sagen, indem man jetzt hier an diesen Initial Inventory Items, das ist quasi dein Weapon Inventor. Kann man einfach jetzt hier die ID Pistol auf ID Burst Rifle stellen. Und dann hat man diese Waffe am Anfang des Spiels. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz empfehlen, damit die Waffe etwas angenehm zum Spielen ist, dass man in der Weapon Instance bei dem Spread Exponent vielleicht den Exponenten etwas niedriger setzt, damit es ja halt erklärt sich eigentlich von selbst, ne? Nur das Spread ein bisschen angenehm ist. Aber um das Balancing muss man sich dann persönlich drum kümmern. Je nachdem. Das soll es auf jeden Fall nun von diesem Tutorial gewesen sein. Eine kleine Nachricht jetzt an meine Abonnenten. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass dieser Kanal relativ inaktiv ist, beziehungsweise inaktiv war. Und es ist auch inzwischen schon ein ganzes Jahr her, dass ich mit diesem Kanal angefangen habe. Und ich finde, ich habe in diesem ersten Jahr ganz schön wenig rausgeholt. Ich war relativ viel inaktiv, aufgrund von, naja, die Schule war halt etwas wichtiger offensichtlich. Jedenfalls möchte ich die Sache mit der Inaktivität dieses Jahr oder für immer etwas in den Griff bekommen. Ich möchte einige Änderungen hier vornehmen. Unter anderem möchte ich mit Tutorial-Serien sozusagen mal beginnen. Also quasi ein ganzes Projekt leiten, welches auf viele verschiedenen Videos aufbaut. Und ja, auf jeden Fall die Inaktivität in den Griff bekommen. Allerdings möchte ich mich trotzdem bei jedem bedanken, der trotz meiner krankhaften Inaktivität an diesen Kanal geglaubt hat. Und das sind inzwischen schon 214 Personen geworden. Krass. Danke euch. Ein genaueres Infovideo dazu werde ich nicht bringen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und das sehr wahrscheinlich jede Woche mindestens einmal. Zumindest werde ich das so versuchen. Danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.